Alena würde am liebsten direkt loslegen. Im Gegensatz zu Patricia, der es offensichtlich an Motivation mangelt. Bei der Tanzchoreo, zumindest bei Kings, da merkt man schon so, oh, jetzt geht's los. Ich sehe total aus wie ein Otto, wenn ich das mache. Patti steht gerne mal so ein bisschen verschlumpft in der Ecke und findet das, ich finde es ehrlich gesagt auch cool, aber ich glaube, es steht ihr ganz gut, wenn sie ein bisschen mehr nach vorne kommt und sich auch ihren Raum einnimmt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bei Patti war es ja so, dass wir gesagt haben, mehr Female Power, weil sie ja schon sehr bubenhaft ist. Das ist halt die coole, lässige. Hallo, Menschen. Hi, alle. Es geht ab, alle. Peace out. Deswegen war es uns da wichtig, bei ihr noch mal ein bisschen Zahn zuzulegen, dass sie da wirklich mehr Weiblichkeit reinbekommt. Wenn ihr hier die Bewegung macht, nehmt auch wieder die Hüfte mit, ja? Dass wir so einen Effekt bekommen, ja? Zack, genau, zack, zack. Diese Erwartung mit der Weiblichkeit an sich, keine schlimme Sache, weil ich bin ein Mädchen, ich bin eine heranwachsende Frau jetzt, wenn man es halt so auf den Tisch legt. Meine Art ist halt eben so ein bisschen maskuliner, sag ich jetzt mal, lockerer. I'm a girl für die Party. 1, 2, 3, 4, 5 und 6 heißt für dich, nutzt das Ganze. Hüfte, Brust, für dich eher entspannter, ja? Bei dir war das ja ein bisschen eher Boy. Tack, 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 wuh. Da bin ich ganz ehrlich, das hat mich die ganze Zeit angepisst. Weil sie hat wirklich jede dritte Minute gefühlt gesagt, Patti, du musst auf jeden Fall weiblicher sein. Denk dir, du bist die geilste Frau der Welt. Linke Hand ist an der Hüfte. I'm a lady. Wo ich mir denke, so ja, aber irgendwie, also ich glaube, ich hätte mehr Spaß, wenn ich einfach mich so bewegen dürfte, wie ich es vielleicht vom Gefühl aus machen würde. Und ja, irgendwo bin ich ja noch ich. Dann haben wir es. Die Aufnahmen habt ihr. Erste Runde geschafft. Madame, du übst Hüfte. Ja? Also ich werde mich auf keinen Fall komplett verbiegen. Und wenn ich merke, dass es in diese Richtung geht, dann werde ich das auch klipp und klar sagen. Also das mache ich nicht. Wie wird sich Patricia entscheiden?